Ja, guten Morgen, liebe Videofreunde. Es hat gefroren. Das Wasser ist alles eingefroren. Oh, das ist ja hier ein Paradies. Die Geräuschkulisse, früh von den Vögeln und so eine Stimmung. Es ist zwar kalt, aber es ist wunderschön. Alles glitzert. Toll, so kann der Tag beginnen. So, liebe Videofreunde, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ja, ne? Du hast auch gut hier gehabt. Peppino ist gepackt. Er ist so gut wie startklar, bis auf den Strom, den ich noch abmachen muss. Und bezahlen muss ich auch noch gehen. Ja, also, ich hatte jetzt am Wochenende das Sahnehäubchen obendrauf. Es hat sich total gelohnt, auszuharren, auch mal den ein oder anderen Schlechtwettertag stillzuhalten und zu warten. Es war traumhaft hier am Wochenende. Und ich muss aber dazu sagen, dass alle Plätze, wo ich gewesen bin, wirklich schön waren. Und das jetzt hier ist natürlich nochmal so, ja, also für mich war das jetzt so das Nonplusultra. Weil hier ist wirklich Ruhe. Hier hört man gar nichts, außer halt die hier gebliebenen Wildgänse oder mal den Kranich, der auf der anderen Seite des Hauses hier ist. Da ist eine große Wiese und ich muss immer köstlich mich amüsieren. Morgens gehe ich dann immer rüber und dann schimpft da, ne, der Kranich, wenn ich dann komme. Ne, das will er nicht. Der passt auf seine Wildgänse da auf. Das ist ein einziger Kranich. Und der passt auf seine Wildgänse da drüben auf. Also das ist so niedlich. Und das ist eine Geräuschkulisse, die ist gewaltig. Also wenn die ihre Warnlaute da abgeben, das ist laut. Und das hallt hier. Also Wahnsinn, was das also für ein Gararo hat. Wirklich sehr laut, wenn der ruft. Ne? Also ganz toll. Ein wunderschönes Plätzchen. Die Betreiber super freundlich. Leider, wir haben uns ein bisschen auch unterhalten, muss man halt auch hören, dass es so den ein oder anderen Gast mal hin und wieder gibt, die sich nicht so hier anpassen können. Das ist sehr, sehr schade, weil also alles das, was man hier geboten bekommt, ist auch mit sehr viel Liebe und Fürsorge gemacht. Und es ist schade, dass sich dann so doch mal der eine oder andere Gast nicht dran hält. Und ja, es macht natürlich dann auch die Freude so ein bisschen kaputt, ne? Und ich will hoffen, dass dieser Platz hier bleibt, weil das einfach so schön ist, dass wir hier auf jeden Fall wiederkommen werden. Ich habe auch schon einen Plan, wo wir herfahren wollen. Ich werde also jetzt wirklich mal ganz langfristig buchen, nämlich dann zur Herbstzeit, wenn hier sich die
Quatsch, die Zugvögel treffen. Und also es ist einfach toll. Ihr habt hier einen Radweg, der führt hier entlang am Stettiner Haff, direkt an dem Haus hier. Und da könnt ihr auch ganz tolle Spaziergänge machen. Für Dolten war das hier ein Paradies. Egal in welche Richtung man gelaufen ist, ob links, rechts, geradeaus, es ist ein Paradies für ihn gewesen hier. Der konnte sich austoben, bis ins geht nicht mehr. Ja, also traumhafter Fleck. Ja, auf jeden Fall lohnenswert, sich doch mal hier längerfristig anzumelden und das mal auszuprobieren. Es muss natürlich das Wetter ein bisschen mitspielen, ist klar. Sonst ist das dann auch irgendwo nicht so schön, ne? Aber ich hatte Glück und es hat sich gelohnt, dass ich gewartet habe. Und ja, es war toll. Eine super schöne Woche. Es hat gut getan, mal alleine zu reisen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich einfach mal runtergefahren bin. Ich habe das ganze letzte Jahr irgendwie nur funktioniert und ja, ich war gar nicht manchmal so ich selber, sondern ich habe einfach nur funktioniert. Und das war doch ganz schön anstrengend und steckte auch in den Knochen, auch emotional. Und von daher war es gut, mal auch innezuhalten und mich auch mal ein bisschen zu erholen. Wobei ich wiederum sagen muss, also wenn man alleine unterwegs ist und auch alles immer dokumentiert und filmt und fotografiert, es ist Arbeit. Ich habe wirklich jeden Tag mindestens 4 Stunden vor dem PC gesessen und was getan. Aber in dem Fall jetzt bei mir war es gut, auch weil ja ich dadurch ein bisschen Ablenkung auch hatte. Also zu viel nachdenken darf man ja auch nicht. Okay. Und von daher war das alles im richtigen Maß wunderbar. Ich konnte mal die Kamera ausprobieren. Es war auch kein Michael da, den ich mal schnell fragen konnte, wie geht denn das, sondern ich musste da alleine durch und alle Einstellungen ausprobieren und so weiter. Und das war gut so, weil ja, ich habe auch wieder richtig Spaß am Fotografieren. Also es war cool. Es hat eigentlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, um Gottes Willen. Also es ist natürlich schöner, wenn man zu zweit ist, ganz klar. Aber für so eine Geschichte, wenn man wirklich was dokumentieren will und wenn man viele Aufnahmen machen will und filmen möchte oder Fotos machen möchte, dann ist es wirklich auch mal schön, alleine zu reisen. Weil Michael ist dem ganzen Jahr nicht so zugetan und will dann auch mal seine Ruhe haben. Das ist ja auch verständlich, weil er arbeitet die ganze Zeit. Wenn wir dann wegfahren, will er auch ein bisschen Urlaub haben. Und dann muss ich mich schon ein bisschen zurücknehmen. Und jetzt halt konnte ich mal rausgehen, wann ich wollte. Und konnte hier, egal zu welcher Uhrzeit, Fotos machen. Und das war halt schon auch mal eine gute Erfahrung gewesen. Es war schon okay. Ja, aber natürlich ist es schöner, wenn man zu zweit ist, als wenn man alleine ist. Das ist ganz klar. Nicht, dass das jetzt hier irgendwie in eine falsche Richtung geht. Also, ja, tolle Woche, geht zu Ende. Ich fahre jetzt heim und dieser Platz wird wieder angefahren. Das verspreche ich. Gibt nichts mehr zu sagen. Es war schön. Es war einfach schön. Ich bin froh. Bin echt froh, dass ich es gemacht habe. Freue mich aber jetzt auch auf Michael. Der ist jetzt schon unterwegs. Der kommt heute aus Hessen nach Hause. Ich fahre jetzt hier los und dann freuen wir uns auch wieder aufeinander. Doch schön. Ja, also ihr Lieben, das nächste Video ist ein kleines Fazit über unsere Trockentrenntoilette. Und ich werde sie auch zu Hause das erste Mal dann leeren, weil ich sie jetzt einfach nicht 3 Wochen da drin lassen möchte, weil wir ja dann sowieso auch losfahren. Und dann in 3 Wochen kommt die Nordtour. Also wir werden nicht es Norwegen-Reise bezeichnen, weil wir wissen überhaupt nicht, ob wir schaffen, bis nach Norwegen zu kommen. Wir gehen mal fast davon aus, dass wir das nicht schaffen werden, weil die Fahrverhältnisse ja dann doch noch anders sind. Die Wetterverhältnisse sind einfach anders und da lässt sich es auch nicht so schnell fahren. Und ob wir die Lofoten schaffen in 23, 24 Tagen, das dürfte knapp werden. Wenn es geht, machen wir es. Das ist also unser Ziel. Also würden wir gerne. Da muss aber das Wetter mitspielen und alles. Sonst lohnt sich das auch nicht. Ansonsten werden wir halt Nordschweden, Abiskus, Lappland und so weiter. Uns geht es hauptsächlich in dem Urlaub, in dieser Reise um die Polarlichter.
Und alles andere steht hinten dran. Also wir wollen Polarlichter sehen und das ist unser Ziel. Und hoffentlich sehen wir welche. Die liebe Katja war jetzt nämlich da oder ist da, besser gesagt. Und die hat jetzt nach 3 Wochen das erste richtige Spektakel gesehen. Und sie sagte, sie hätte auch dort mit jemandem gesprochen, mit einer Dame oder mit einer Frau, junge Frau oder wie auch immer. Die hat auch da 3 Wochen gewartet, bis sie das erste richtige, kräftige Nordlicht gesehen hat. Und das wäre bei uns natürlich dann ja, fatal, weil wir haben nur 3 Wochen. Oh, deswegen, aber wir fahren ja eigentlich zu einer Zeit, wo es eigentlich viele Nordlichter geben soll. Und ich hoffe mal, dass der liebe Gott mit uns eine Einsicht hat. Ja, bis dahin eine gute Zeit, bleibt schön gesund und seid lieb zueinander und bis bald. Macht's gut. Tschüss.